Ich glaube, wenn man jungen Menschen etwas raten sollte, jetzt kann man sagen, natürlich redet der Sportler über Bewegung und so weiter. Ich bin aber tief davon überzeugt, abseits von allem Leistungssport und Rekorden, dass es für zukünftige Generationen ganz wesentlich sein wird, weil einfach die Ablenkungen so groß sind und sich unser Lebensstil in eine bewegungslose Gesellschaft verändert, dass wir Bezug zur Körperlichkeit, Bezug zur Bewegung bewusst entwickeln müssen. Für meine Generation war das nur selbstverständlich, weil wir sind stundenlang nur im Freien gewesen, sind umgekugelt, unkontrolliert. Das ist ein Bewegungsschatz, das ist natürlich eine Basis, die heute nicht mehr gegeben ist. Und damit wird Bewegung eigentlich zu etwas Außergewöhnlichen. Und damit wird man sich auseinandersetzen müssen.